Ich habe da mal so eine Skala aufgemalt. Autonomie bezüglich des Team, autonome Teams, das ist das, was wir wollen. Selbstorganisierte autonome Teams, selber darüber bestimmen, wie sie ihre Arbeit erledigen. Eines der Kernprinzipien in der agilen Welt. Kann man sehen, wie lange 20 Sekunden sein? Da. So, damit das Ganze nicht im Chaos ausartet, bringt uns Stephen Bungay bei, in dem Buch The Art of Action. Wir brauchen eine zweite Dimension dazu, hier die Y-Achse. Es muss Klarheit darüber existieren, über das Was und Warum. Nur dann können Sie die Teams alleine, also alle an einem Strang im Unternehmenssinn ziehen. Und interessanterweise wusste das Peter Drucker schon 1954 in dem Buch The Practice of Management. Schlägt er nämlich vor, das Was und das Wie über sogenannte Objectives, also Ziele, festzulegen, klar zu machen, so dass dann Entscheidungen möglichst dezentral gefällt werden können. Daraus resultiert Management by Objectives. Also seine Idee war Objectives für alle. Auf der allerobersten Ebene Business Objectives, dann Abteilungsziele bis runter zu individuellen Zielen. Seine Idee war aber, das nicht einfach top-down runterzubrechen, sondern in einer Kombination aus bottom-up und top-down, also das Business-Ziel oben klar zu machen und dann die Sub-Elemente aufzurufen, das auszufüllen. Und das Ganze sollte gemessen werden. Aber nur zur Selbstkontrolle niemals von außen, weil er die Dysfunktionen, die damit einhergehen, schon 1954 vorhergesehen hat. In den letzten Jahren sind dann sogenannte OKRs, also Objectives and Key Results, bekannter geworden, insbesondere in der Startup- und E-Business-Szene. Wird häufig Google zugeschrieben, kommt aber von Intel 1970, ist im Großen und Ganzen das gleiche wie Management by Objectives. Kleine Veränderungen, aber im Wesentlichen. Und das Problem, obwohl sich das alles so geil plausibel anhört, also auch das Drucker-Buch, ist, dass der Varianz nur den Umsatzziel haben und sagen, wir 85.000 Euro Umsatz im Monat machen. Nur wenn ich das erreicht habe, was sagt mir das? Also wenn der Markt steigt oder die Wirtschaft steigt, dann erreiche ich das Ziel, obwohl ich vielleicht gar nichts dazu getan habe. Oder wenn wir eine Wirtschaftskrise haben, kann ich es nicht erreichen. War das jetzt meine Schuld? Da hatte ich einfach nur Pech. Das heißt, da haben wir immer eine Vermischung mit Varianzen, die von außen kommen. Und dann nützen solche Ziele nicht so wahnsinnig viel. So. Jetzt kann man auf die Idee kommen, diese wahnsinnigen Varianzen rauszudefinieren, also Objectives so zu definieren, dass keine Varianzen drin sind, dann werden sie leider nutzlos. So was wie Page Impressions oder die Anzahl der Anzeigen oder 30 neue Features zu bauen, hat eigentlich keine Business-Relevanz. Und das ist inhärent. Also, wenn Objective Business Relevanz hat, dann hat es zwangsweise was zu tun mit Kunden, mit Wettbewerb, mit Marktlage. Da sind sehr viele Player da, habe ich sehr viele Varianzen. Wenn ich die rausnehme, kriege ich irrelevante Objectives. Wenn es leider nicht ist, entkommen. So. Alternative dazu ist in Richtung Fähigkeiten und nicht so sehr auf externe Ergebnisse zu gehen. Also Fähigkeiten aufzubauen. Zum Beispiel die Fähigkeit zu haben, mit einem bestimmten Work in Progress zu arbeiten kontinuierlich. Also zu sagen, bisher haben wir immer 100 Work in Progress, jetzt schaffen wir es mit 80. Fähigkeiten haben den Charme, dass sie zum einen weniger anfällig gegen Varianzen sind, weil es sind ja unsere Fähigkeiten, die erstmal nicht direkt vom Markt beeinflusst sind, und dass sie zu einer nachhaltigen Verbesserung im Unternehmen führen, während Objectives den Anreiz dazu geben, durch einmalige Anstrengungen dieses Ziel zu erreichen. Nehmen wir dadurch aber nicht besser. Toyota benutzt das in der Produktion, hat da drei Aspekte drin, Single-Piece-Flow, also nur ein Werkstück ist in Zeit und Bearbeitung, 100% Value-Added Activities, also kein Waste, wir machen das mit allem, was wir tun, das Auto besser, und Zero-Defects, es gibt keine Fehler. Das nennt man einen Nordstern, der ist überzogen und so nicht erreichbar. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil er erstmal nur zur Navigation helfen soll, so wie der Nordstern früher in der Seefahrt, dass wir wissen, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Und das sollte die Frage ändern von, was können wir ändern, hin zu, was müssen wir ändern? Auch wenn es schwierig ist. So, einfaches Beispiel, Status Quo, Fachabteilung und IT, da gibt es einen tiefen Graben, die bekriegen sich und so weiter, Nordstern, wir wollen dahin, dass die gar nicht mehr unterscheidbar sind. Schon mal eine Richtung für meine Veränderung.
Das ist natürlich in einem Schritt zu viel, das zu wollen. Also muss ich diesen Weg unterteilen über Zielzustände, im englischen Target Punches, die lustigerweise einen Abstand haben sollten, der ungefähr Sprintlänge hat bei Toyota. Also diese Ziele müssen jetzt tatsächlich auch wieder messbar sein, weil wenn wir mit so einem Ziel beginnen, wir noch nicht hundertprozentig wissen, was die Detailschritte sind, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, wir kennen vielleicht die ersten zwei, drei Schritte und der Rest ergibt sich auf dem Weg im Agent. Und das Ganze soll kein Roadmap sein, also ich definiere die 10 Zielzustände vorab, sondern ich definiere den nächsten, dann erreiche ich den, dann ist das mein neuer Ist-Zustand und dann kriege ich, was ist das, was wir als nächstes tun müssen, um uns den Nordstern anzunähern. Man muss das messen. So, bei der Nordstern-Definition gibt es eine große Herausforderung. Es gibt so den Unternehmenszweck, aus dem leiten sich alle denkbaren Unternehmensziele ab. Und ich muss es jetzt schaffen, diese alle denkbaren Unternehmensziele umzuwandeln in eine möglichst stabile Nordstern-Definition. Die sollte Jahrzehnte halten, weil ja das Unternehmen daran wächst. Und dieser Nordstern sollte dabei helfen, diese Ziele zu erreichen. So, zusammengefasst. Business Objectives sind gut, aber schwierig zur gesamten Unternehmenssteuerung, weil sie anfällig für Varianzen sind. Nordstern-Definition, wenige Varianzen.